Die Stiftung Langfeld & Friends Zukunftswege fördert seit Jahren Projekte für Kinder in Hamburg, die sich mit den Themen Fairness, Toleranz und Chancengleichheit befassen. Wir möchten mit dem Outdoor-Training im Wald mit den zwei Modulleitern gerne die Kinder wieder zurück in die Natur führen, ihnen ein bisschen Erdung geben, ihnen zeigen, was vielleicht auch wirklich noch wichtig ist im Leben, ein bisschen rausholen aus der virtuellen Medienwelt, in der sie ja doch teilweise sehr verhaftet sind. Wir versuchen über verschiedene Teamspiele natürlich auch die Gemeinschaft der Klasse zu stärken, das Ganze in der Natur, um auch wieder vielleicht ein bisschen den Umgang und den Respekt vor der Natur zu schulen. Das Outdoor-Training bietet eine wunderbare Möglichkeit, spielerisch Teamprozesse zu fördern. Also die Klasse hat nicht das Gefühl, sie befinden sich in einer Lernsituation, sondern durch das Ambiente in der Natur mit den vielen Spielen ist es eigentlich erfüllt von Freude, von Lachen, von Rennen, von Toben, sodass die Kinder das einfach genießen, diese Zeit dort. Alle Adler gehen auf die Seite und alle Wölfe machen hier. Nun sind wir dazu übergegangen, dass wir unser erstes eigenes Projekt ins Leben gerufen haben. Das sind die Glückstage. Und wir sind bisher an Hamburger Schulen gegangen und haben dort mit den Schulklassen eine Woche lang ein buntes Programm veranstaltet. Von Outdoor-Training über Achtsamkeitsworkshops bis hin zu Tanzworkshops. Die Kinder durchlaufen in dieser Woche alle Module, damit sie die Möglichkeiten haben, auch ihre versteckten Potenziale zu entdecken. Nicht jeder weiß, dass er der nächste Tänzer ist, der nächste Sänger, der nächste Trommler oder dass er vielleicht ein Faible für Outdoor-Veranstaltungen, für Bogenschießen oder gar Klettern hat. In allen Modulen steht im Mittelpunkt die Wertschätzung der eigenen Person, aber eben auch der Gruppe gegenüber. Und wir fördern gruppendynamische Prozesse mit verschiedenen Spielen und Übungen in allen Modulen. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Wie du gehst, wie du stehst, wie du dich bewegst. Mag ich. Die externen Trainer, die wir dazu eingeladen haben, sind in ihren Bereichen alle Profis, arbeiten seit langem mit Kindern zusammen und bieten eben bei den Glückstagen die Möglichkeit, komprimiert in einer Woche das ganze Glück aufzusaugen. Ich bin ja nur aus dem Viertel, nur ein Mädchen aus der Stadt zwischen Dreck und Gesocks, wo die Sonne niemals lacht, treffen uns heimlich. Wieso muss es so verrückt sein? Mag ich, laufe hinterher, es ist doch böse rein. Immer wenn es dunkel wird, erscheinst du. Wohin führt der Weg, in meine Hand oder geht Bleifuß? Lass dich niemals stehen, Mann, das weißt du. Handy ist kaputt, kaufe dir 20 neue iPhones. Immer dreht sich alles nur um dich. Komm, vergiss mal den Rest, lass alles stehen, nur du ich. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal auch Glückstage on Tour veranstaltet, wo wir auf eine sehr kreative und bunte Klassenfahrt gefahren sind. Das werden wir auch in Zukunft weiterführen und es ist eine Möglichkeit der Wiederholung, die Kinder nochmal wieder erleben zu lassen, was sie schon bei den Glückstagen erlebt haben.